Hast du eigentlich schon einmal deine Lebensweise hinterfragt? Wie viel Gutes du deinem Körper tust und was wiederum vernachlässigt oder geschädigt wird? Gehen wir einmal einen Tag durch. Morgens klingelt der Wecker. Auf unnatürliche Weise werden wir damit aus dem Schlaf gerissen. Nur wenige Leute lassen sich von Kindern, Vogelgezwitscher oder Sonnenschein wecken. Du gehst ins Bad. Vielleicht zuerst unter die Dusche. Das warme Wasser entspannt dich. Es ist zwar unnatürlich, fördert aber dein Wohlbefinden. Die Poren deiner Haut öffnen sich. Nun greifst du zum Duschgel. Hast du dir schon einmal angeschaut, was da drinnen ist und gefragt, wie diese Stoffe auf deine Haut wirken? Anschließend wäschst du deine Haare. Auch hier meist mit Shampoo, dessen Inhaltsstoffe du noch nicht genauso betrachtet hast. Die Krönung ist dann eine sogenannte Kur. Eine extra Portion Chemie, welche besonders lange in die Haare wirken soll. Ist das wirklich so gesund, wie es auf der Packung steht? Eventuell rasierst du dich. Du entfernst deine natürliche Behaarung und gegebenenfalls verwendest du Rasierschaum. Ein weiterer Chemie-Cocktail für deine Haut. Du bist fertig, trocknest dich ab und cremst deine Haut ein. Schließlich braucht sie viel Feuchtigkeit. Aber was ist drinnen in deiner Lotion? Ist das wirklich gesund? Nun ziehst du dich an. Was hast du an? Das Waschmittel und der Weichspüler haben ihre Stoffe auf der Wäsche zurückgelassen, damit sie gut duftet. Diese Duftstoffe begleiten dich nun den ganzen Tag ganz dicht an deinem Körper. Aus welchem Material besteht deine Kleidung? Ist sie gesund für dich? Nun werden die Haare geföhnt. Die Hitze belastet deine Haare erneut. Anschließend verteilst du eventuell Leichtkämmspray, Haarspray und oder eine weitere Kur. Ein Lockenwickler, Glätteisen oder ähnliches wirkt zusätzlich belastend. Vielleicht verwendest du nun Make-up. Deine durch die Wärme geöffneten Poren werden nun verstopft. Natürlich steht auf der Verpackung, dass dem nicht so ist. Aber wie stellst du dir das vor? Geht so etwas? Verschiedene Dinge wie Rouge, Eyeliner, Kajal oder was es sonst so alles gibt, wird nun auf dem gesamten Gesicht verteilt. Den ganzen Tag begleitet es dich. Rückstände des Lippenstiftes werden mit der Nahrung aufgenommen. Kleine Mengen, aber über den ganzen Tag verteilt. Vielleicht ergänzt du dein Schönheitsbild nun noch mit Nagellack. Machst du dich für dich hübsch oder ist es der Ruf nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und die Erwartung der Gesellschaft? Abgerundet wird es nun mit einem Duft. Deodorant und Parfüm finden Einzug. Ist das gesund für deine Haut und Atmung? Achtest du auf die Inhaltsstoffe? Zähneputzen nicht vergessen. Wusstest du, dass sehr viel über die Mundschleimhaut in den Körper gelangt? Das heißt, auch wenn du die Zahnpasta ausspuckst, verhinderst du nicht das Wirken im Körper. Schau mal auf die Zahnpastatube. Möchtest du diese Stoffe in deinem Körper haben? Hast du dich mal mit der Schattenseite von Fluorid befasst? Könnte da vielleicht was dran sein? Wahrscheinlich wirst du nun frühstücken. Du machst dir als erstes einen Kaffee. Ein Frühstück kann stark unterschiedlich ausfallen, aber meist ist es entweder Brote, Brötchen aus Weißmehl mit Konfitüre, Wurst, Käse, Butter und ähnliches. Oder aber ein Müsli, Kelloggs, Milch und ähnliches. Beginnt der Start in den Tag wirklich gesund? Kennst du die Nachteile von Milch? Bist du bewusst über die Tierhaltung von Milchprodukten? Kennst du die gesundheitlichen Auswirkungen von Weißmehl und Zucker? Meinst du, dein Körper kann mit dieser morgendlichen Energieaufnahme gut arbeiten? Du stehst unter Zeitdruck. Schließlich müssen die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten. Die Uhr ist dein ständiger Begleiter. Wie stark stresst dich das? Ist die Brotdose deiner Kinder gesund? Was bezweckst du damit? Möchtest du Beliebtheitspunkte bei den Kindern erreichen? Möchtest du, dass mit dem Inhalt der Dose deine Kinder einen guten Stellenwert unter Klassenkameraden haben? Oder ist dir die gesunde Mahlzeit zwischen den Schulstunden wichtiger als die positive Reaktion auf Milchschnitte und Co.? Welches Getränk gibst du mit? Fördert es die Konzentration und Gesundheit? Förderst du Bewegung, indem deine Kinder laufen oder das Fahrrad benutzen, oder nutzen sie Bus oder Auto? Gibst du ihnen Freiheiten auf dem Schulweg oder bist du stark eingeschränkt im Vertrauen, sodass die ständige Beobachtung dir wichtig ist? Gibst du dein Kind in die Kita? Wenn ja, warum? Oder warum nicht? Hast du dich damit realistisch befasst, welche Vor- und Nachteile die Fremdbetreuung hat und möchtest du dies ändern? Nun ist es gegebenenfalls an der Zeit, dass auch du dich auf den Weg zur Arbeit machst. Mit welchem Gefühl gehst du zur Arbeit? Freust du dich? Bist du neutral? Ärgerst du dich oder hast du Angst? Wie ist dein Arbeitsalltag? Stressig, erfüllend oder nervend? Machst du alles in deinem Job mit gutem Gewissen? Was ist deine Aufgabe? Hilfst du anderen Leuten oder schadest du ihnen sogar? Kannst du das, was du tust, mit gutem Gewissen machen? Oder würdest du gerne etwas ändern? Fördert deine Arbeit ein gutes Miteinander? Macht es die Leute glücklich? Wenn nein, warum machst du das? Aus finanziellen Gründen?
Möchtest du das beibehalten, dir selbst oder anderen zu schaden, nur weil man das so macht? Die Hausarbeit steht an. Womit putzt du? Ist es gut, wenn Putzmittelrückstände auf Tischen, von denen gegessen wird, übrig bleiben? Sind deine Raumdüfte gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädlich? Ist das Waschmittel für deine Wäsche gut für deine Haut? Was atmest du über den Tag hinweg ein? Ist das gesund? Desinfizierst du deine Wohnung? Wie viel und warum? Vertraust du deinem eigenen Immunsystem nicht? Was machst du im Haushalt? Warum und für wen? Für dich? Für die Familie? Oder ist es vielmehr der Druck, den du von der Gesellschaft erwartest? Schließlich muss man ordentlich und ein gutes Vorbild für seine Kinder sein. Wie fühlst du dich? Erfüllt? Überfordert? Genervt oder neutral? Tust du dir etwas Gutes, indem du zum Beispiel gute Musik dabei hörst, oder begleiten dich negative Gedankenkarusselle? Du bereitest das Mittagessen vor. Was gibt es? Ist es gesund? Wenn nein, warum nicht? Machst du dir Gedanken, was woher kommt? Unterstützt du regionale Produkte und achtest auf die Herkunft tierischer Produkte? Wie wichtig ist dir die Herkunft im Sinne deiner eigenen Gesundheit und die der Tiere? Die Kinder mäkeln rum, das Essen schmeckt nicht. Gesundes wird liegen gelassen. Gibst du nach? Wenn ja, warum? Bist du nicht interessiert an der Gesundheit deiner Kinder? Würden sie wirklich verhungern, wenn du Ungesundes weglassen würdest? Warum gibst du Ungesundes? Möchtest du von den Kindern geliebt werden, weil eine Mama mit Pfannkuchen in dieser Momentaufnahme beliebter ist als eine Mama, die Brokkoli mit Blumenkohl und Salat serviert? Freizeit ist angesagt. Oder je nach Alter auch Mittagsstunde. Was machst du und deine Kinder in der Freizeit? Seid ihr draußen in der Natur? Spielt im Sonnenschein? Beobachtet die Tierwelt und lernt die heimische Pflanzenwelt kennen? Oder widmest du die Zeit deinem Smartphone, scrollst durch Facebook und verdrödelst deine Zeit irgendwie? Was erwartest du bei den sozialen Netzwerken und womit bist du aktiv? Teilst du gemeinsame positive Momente mit anderen? Oder bist du mitwirkend beteiligt an Spaltung, schlechter Laune, negativen Gedanken und Hetzerei? Versteckst du dich hinter der Anonymität oder stehst du dem, was du sagst, öffentlich? Würdest du das, was du schreibst, auch persönlich sagen, wenn die Person vor dir stünde? Bist du bereit, dich sachlich, freundlich und verständnisvoll auszudrücken? Oder bist du pauschal, schubladendenkend und respektlos unterwegs? Möchtest du dein Verhalten verbessern, Menschen so akzeptieren, wie sie sind und Kritik nur konstruktiv erwähnen? Möchtest du ein Teil einer Menschheit sein, die negativ oder positiv mit anderen umgeht? Warum postest du Bilder? Ist es der Ruf nach Aufmerksamkeit? Oder macht es dir einfach Freude, dich zu präsentieren? Wie gehst du mit Kritik um? Nimmst du sie an? Warum möchtest du am Smartphone das Leben anderer anschauen, statt das echte Leben zu genießen? Warum verbringst du nicht lieber die Zeit mit deinen Kindern, Freunden, Eltern oder anderweitig außerhalb der digitalen Welt? Was machen deine Kinder in der Freizeit? Ist es gesundheitsfördernd? Warum akzeptierst du etwas? Warum lehnst du etwas ab? Einfach nur, weil es Prinzipien sind, die man so zu machen hat? Oder weil es tatsächlich sinnvoll ist? Unterstützt du die Persönlichkeitsentwicklung? Oder steckst du sie in Muster aus dem Grund, dass man es leichter im Leben hat? Freies Spielen mit Lego, Playmobil oder Barbies mag schön klingen. Ist es irgendwo auch. Aber es ist der ständige Kontakt mit Kunststoff. Möchtest du das? Deine Kinder sitzen vor dem Fernseher. Was schauen sie und warum? Fördert es die Entwicklung oder bremst es sie? Nehmen sie das, was sie sehen, als Vorbild? Lernen sie etwas oder ist es reiner Zeitvertreib? Wie viel Wert legst du auf den Inhalt der ausgewählten Filme? Schaust du Fernsehen, hörst Nachrichten oder liest Zeitung? Wie stehst du zu dessen Inhalt und deren kritischen Gegner dessen? Bist du offen für alternative Berichterstattung? Wenn nein, warum nicht? Wer sagt für dich, warum die Wahrheit und woher weißt du, wer die Wahrheit spricht? Am Nachmittag werden die Hausaufgaben gemacht. Haben deine Kinder Zeit oder Leistungsdruck? Wie viele Freiheiten lässt du ihnen? Was erwartest du? Und wie wichtig sind dir Schulnoten? Warum sind sie wichtig? Oder warum nicht? Wie viel müssen die Kinder lernen? Ist es förderlich oder hindert es sie? Der Vorrat ist nun aufgebraucht. Es geht einkaufen. Was kaufst du und warum? Die frische Abteilung ist gesundheitsfördernd. Wie viel nimmst du davon mit? Ist das Verhältnis zum Rest des Einkaufswagens ausgewogen? Schau dir mal die Regale an. Was davon ist gesund? Zucker, Fette, Chemie und Industriefleisch. Egal ob Frischware, Tiefkühlkost, flüssig oder trocken. Ist dir bewusst, wie viel davon gesundheitsschädlich ist? Wie viel kaufst du ein und in welchem Zeitraum verbrauchst du es? Gehst du bewusst und gesund einkaufen oder lässt du dich verführen? Vielleicht steht dir noch ein Tagesausflug an.
ein Besuch auf dem Jahrmarkt oder im Freizeitpark. Ist dir bewusst, wie viel Strom dort verbraucht wird? Stopfst du Pommes frites, Crepes, Wurst und Zuckerwatte in dich hinein oder verzichtest du darauf? Was konsumieren deine Kinder und warum? Ist dir bewusst, wie sich Chlor auf die Gesundheit auswirken kann? Den ganzen Tag bist du dem ausgesetzt. Zudem ist auch hier der Stromverbrauch enorm. Warum gehst du dorthin und nicht alternativ in Naturteichen, am See oder im Meer schwimmen? Warum besuchst du einen Indoor-Spielplatz statt Außenspielplätze? Gehst du essen? Wohin gehst du und was esst ihr? Fast Food, Eis, Döner, Nudeln, Pizza? Warum esst ihr was? Ist das, was ihr bestellt, gesund? Du oder dein Kind muss zum Arzt. Warum gehst du dorthin? Kann es wirklich nicht zu Hause genesen? Warum brauchst du die Sicherheit des Arztes? Vertraust du deiner Intuition und dem Immunsystem des Kindes nicht? Womit behandelst du Krankheiten? Brauchst du den Hustensaft wirklich? Ist dir bewusst, dass Fieber seinen Sinn hat und Fiebersenker daher wirklich nur in Notfällen eingesetzt werden sollte? Brauchst du Schmerztabletten oder hast du generell hinterfragt, ob das, was dir der Arzt verschreibt, ihm vielleicht mehr nützen kann als dir? Kennst du den Spruch? Was bringt den Arzt um sein Brot, Gesundheit oder Tod? Wie gehst du mit diesem Satz um? Könnte da was dran sein? Hast du alles, was er macht, je hinterfragt? Bist du offen für kritische Stimmen und reagierst darauf neutral, sachlich und interessiert? Warum glaubst du, hat die eine Seite mehr Recht als die andere? Worin unterscheidest du Wahrheit von Fake News? Du gehst spazieren. Schau dir deine Region an. Wie viel Natur siehst du wirklich? Schau dir die Wälder an. Es ist Natur und doch Wirtschaft. Der Mensch holzt die Bäume ab und lässt zeitgleich von der Natur vernichtete Bäume liegen. Strohballen liegen herum. Verwendet für die Nutztierhaltung. Wilde Tiere, die sich vorher auf dem Feld verstecken konnten, wurden von Maschinen überrascht und plötzlich ist hektarweise flaches Land hinterlassen. Alle Verstecke sind weg. Ist dir bewusst, wie viel Mais eigentlich angebaut wird, nur damit wir unser Fleisch auf den Tellern liegen haben können? Müllmänner beseitigen den Müll. Warum ist so etwas überhaupt nötig? Gehörst du auch zu denen, die den Müll einfach in die Natur wirft? Wenn ja, möchtest du das ändern? Dein Kind sitzt im Buggy oder liegt im Kinderwagen. Warum trägst du es nicht an deinem Körper? Ist es dir zu anstrengend oder zu nah? Stellst du deine Bedürfnisse über die des Kindes? Hast du dich mal damit befasst, welche Vorteile der Körperkontakt hat und wodurch ein Plattkopf entsteht? Das Abendessen steht an. Ist das, was auf den ersten Blick eventuell gesund erscheint, auch wirklich gesund? Woher stammen die Eier, die Milchprodukte und Wurstwaren? Welche Getreidesorten enthält das Brot und wie gehst du mit Honig um? Nimmst du Nahrungsergänzungsmittel? Warum? Oder warum nicht? Wusstest du, dass viele einen Vitamin-D-Mangel haben und die Einnahme hoher Dosen die Gesundheit fördert? Wusstest du, dass Vitamin D allerdings Kofaktoren benötigt? Wusstest du, dass bei der Wahl von Magnesium die Bioverfügbarkeit eine große Rolle spielt? Kennst du die Bedeutung von Omega-3? Die Kinder sollen nun ins Bett. Womit putzen sie die Zähne? Ist das gesund? Woher meinst du zu wissen, was gesund ist? Bei wem hast du dich informiert und welchen Nutzen hat derjenige, dich so zu informieren, wie er es getan hat? Weißt du, wodurch Karies entsteht und wie man es verhindert? Hast du dich mal gefragt, warum so ziemlich jeder Erwachsene mindestens einen kariösen Zahn hat und das, obwohl mit fluoridhaltiger Zahnpasta geputzt wurde, welche doch eigentlich davor schützen soll? Hast du dich erkundigt, was man noch tun kann, um Karies zu verhindern und wusstest du, dass man auch ohne Bohren Karies wieder loswerden kann? Bekommen deine Kinder genug Schlaf? Wie viel Schlaf gewährst du ihnen? So viel, wie sie brauchen oder so viel, wie die Gesellschaft als normal bezeichnet? Vergleichst du deine Kinder mit anderen? Wenn ja, warum? Und möchtest du das ändern? Schlafen die Kinder allein oder bei dir? Warum ist das so? Weil du es so möchtest? Weil die Kinder es so wollen oder weil die Gesellschaft es so will? Die Kinder schlafen nun. Zeit für Partnerschaft. Ihr kommt euch nahe. Dabei ist Verhütung notwendig. Wie verhütest du? Mit oder ohne Hormone? Hast du hinterfragt, welchen Einfluss fremde Hormone haben können und möchtest du das ändern? Wenn nein, warum nicht? Und so gibt es viele verschiedene Tagesabläufe. In den meisten Fällen leben wir weit entfernt von dem, was die Natur für uns vorgesehen hat. Wir sind zu wenig dem Sonnenlicht ausgesetzt und nehmen zu wenig Vitamine zu uns. Wir verbringen viel Zeit in der digitalen Welt, viel Zeit in der Vergangenheit und viel Zeit in der Zukunft. Nur selten genießen wir tatsächlich das Hier und Jetzt. Wir sind Stress und Zeitdruck ausgesetzt und machen Jobs, die wir eigentlich gar nicht machen wollen.
dass wir heute zahlreiche Krebsarten, Autoimmunerkrankungen, Allergien, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, diverse Schmerzen, Rheuma, Karies, Parodontose, Persönlichkeitsstörungen, Alzheimer und vieles mehr haben, dürfte uns, logisch betrachtet, daher eigentlich nicht wundern. Wie viele Erkrankungen in deinem Umfeld gibt es und erkennst du Parallelen zur Lebensweise? Schau dir deine Lebensweise an und dein seelisches Befinden. Wie glücklich bist du? Wie glücklich sind deine Kinder? Ist dein Leben selbstbestimmt? Wie viel Einfluss haben Medien, gesellschaftliche Erwartungen, dein Chef und viele mehr? Lebst und handelst du wirklich selbstbestimmt? Lebst du wirklich gesund? Leben deine Kinder wirklich gesund? Werden die Kinder wirklich individuell betrachtet, gefördert und dürfen selbstbestimmt leben? Wie viele Freiheiten haben sie? Wie viel Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben Medien, Mitschüler, Lehrer und Erzieher? Möchtest du das? Bist du wirklich freundlich zu anderen Menschen trotz verschiedener Ansichten? Kannst du Menschen als Ganzes sehen oder wertest du sie aufgrund einzelner negativer Eigenschaften, Lebensweisen oder Einstellungen komplett ab? Machst du dir dein eigenes Bild oder hörst du mehr auf Gerüchte? Ich möchte dich mit diesem Video ermutigen, deinen eigenen Weg zu finden und zu folgen. Sei stets bemüht um ein friedliches Miteinander. Führe keinen Job aus, den du nicht selbst mit dir vereinbaren kannst. Drücke deine Kinder nicht in gesellschaftlich akzeptierte Wege, sondern lasse sie ihre eigene Persönlichkeit frei entfalten. Sehe die Medizin als dankbaren Notfall an und nicht als täglichen Begleiter. Ernähre dich gesund, ernähre die Kinder gesund. Nutze das Sonnenlicht, verzichte auf künstliche Hormone. Mache nicht das, was der Mainstream, die Gesellschaft oder die Ärzte erwarten, sondern was im Einklang der Natur für Wohlbefinden und Gesundheit sorgt. Glaube nicht alles, sondern sei neugierig und hinterfrage alles.